Ich bin's wieder, Chris, und ich will euch jetzt mal zeigen, welche Maßnahmen ich auf YouTube getroffen habe, um eben ja YouTube zu kontrollieren und eben weniger Zeit auf YouTube zu verschwenden, weil ich eben gemerkt hatte, dass sich das ja negativ auf mein Business, also eben aufs Affiliate Marketing und auch negativ auf mein Leben ja ausgewirkt hat. Fangen wir erstmal auf dem PC an. Ja, das erste, was ich gemacht habe, ist wenn ich jetzt hier auf so ein Video klicke, dann hier die Autoplay-Funktion zu deaktivieren, damit ich einfach nicht in so einem, ja, in so einer Endlosschleife lande und automatisch dann das nächste Video danach kommt und ein Video nach dem anderen, ihr kennt das sicher. Und damit man da einfach ja selbst die Kontrolle hat, welches Video man als nächstes guckt oder ob man überhaupt noch ein Video danach guckt. Das ist mal die erste Maßnahme, die mir geholfen hat. Dann die zweite ist, dazu könnt ihr hier auf euer Profilbild klicken, dann auf Einstellungen und hier auf Benachrichtigungen und hier einmal sicherstellen, dass die Desktop-Benachrichtigungen aus sind. Somit bekommt ihr halt ja keine Benachrichtigung mehr auf eurem PC von YouTube jetzt irgendwie im Browser, dass sich dann hier was angezeigt wird, dass jemand ein neues Video hochgeladen hat oder so. Oder sogar ihr seht das hier auch wenn YouTube nicht verwendet wird. Also selbst wenn ich jetzt hier YouTube zu habe, würde dann hier auf meinem Desktop dann so eine Benachrichtigung von YouTube aufploppen. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir ein bisschen die Kontrolle verlieren und dass YouTube uns wieder ja auf die Plattform zieht, obwohl wir vielleicht gerade was anderes machen wollten. Und somit haben wir eben auch selbst die Kontrolle, wann wir jetzt YouTube benutzen wollen. Ja, dann die dritte Sache, die ich am PC immer noch mache, ist in meiner Abo-Box, wenn ich jetzt ja gerade mich dazu entschließe, YouTube-Videos zu gucken, dass ich mir einfach so ein Limit setze, dass ich zum Beispiel sage, ja, ich gucke mir jetzt maximal 3 Videos an und dann ist erstmal wieder Schluss. Dann verlasse ich YouTube wieder. Oder ich sage zum Beispiel, ich gucke mir jetzt maximal eine Dreiviertelstunde ja, YouTube-Videos an auf YouTube. So, das hat mir auf jeden Fall auch noch geholfen. Ja, das sind schon so meine Maßnahmen, die ich da am PC getroffen habe. Und dann kommen wir jetzt noch zum Handy. Also ein kurzer Cut. Bis gleich. Ja, dann kommen wir jetzt zu den YouTube-Einstellungen, die ich auf meinem Smartphone noch getroffen habe. Und zwar zum ersten Mal bin ich in die Einstellung von meinem Handy gegangen. Einstellungen. Dann auf Apps, dann hier bei mir nochmal auf Apps und dann eben auf die YouTube-App. Und hier habe ich jetzt eben, bin ich reingegangen, bin dann auf Benachrichtigungen und habe hier komplett den Schalter für die Benachrichtigungen ausgestellt. Also so, dass alle Pop-up-Benachrichtigungen, die ja hier in eurer Statusleiste dann immer erscheinen, kennt ihr vielleicht auch von WhatsApp oder anderen Apps, dass es da halt einfach keine mehr gibt von YouTube. Das heißt, ich kriege hier nie eine Benachrichtigung, zum Beispiel, wenn jemand ein neues Video hochgeladen hat von Leuten, die ich abonniert habe oder wenn jemand meinen Kommentar kommentiert hat oder sowas. Weil das ist halt immer wieder eine Gefahr, dass man dann immer wieder drauf tippt und schon ist man wieder auf YouTube und verliert auch wieder viel Zeit. Und somit kann ich eben selbst entscheiden, wann ich in die YouTube-App, wie gesagt, reingehe und gehe dann halt zum Beispiel nur ein oder zweimal am Tag rein und gucke mir dann eben meine Benachrichtigung hier bei der Glocke an, die ich eben gerade neu bekommen habe. Somit kann ich es halt auch selbst kontrollieren. Und das hat mir auf jeden Fall auch sehr weitergeholfen, ja, da auch geregelte, ja, YouTube-Zeiten quasi zu haben und da mehr die Kontrolle zu haben. Ja, und die letzte Möglichkeit, die ich euch noch zeigen möchte, jetzt für Smartphone, ist wieder bei eurem Profilbild. Da klickt ihr oben rechts drauf. Und dann gibt es hier den Punkt Wiedergabezeit. Finde ich auch sehr gut von YouTube, dass es das gibt, aber ich glaube, wahrscheinlich sind die sogar auch dazu verpflichtet, das zu machen, weil das gab es auch nicht immer, soweit ich weiß. Ja, hier ist es mal ganz gut, ein Bewusstsein zu schaffen, dass ihr erstmal seht, ja, wie viel ihr YouTube nutzt, wie viele Minuten am Tag. Und dass ihr da erstmal ein bisschen das Bewusstsein dafür habt, ob ihr vielleicht euren, ja, YouTube-Konsum ein bisschen, ja, runterschrauben wollt auch. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, gerade auch aus, ja, Businessgründen und allein auch fürs Leben schon. Und hier unten haben wir jetzt noch die Tools, um unsere Zeit auf YouTube zu verwalten. Und da habe ich eben auch eingestellt, dass ich daran erinnert werde, eine Pause zu machen. Und zwar habe ich das bei mir auch stündlich gestellt. Das heißt, wenn ich eine Stunde auf YouTube bin, bekomme ich eine Benachrichtigung in der YouTube-App, dass es jetzt mal Zeit wäre, eine Pause zu machen. Und ja, jede so eine Erinnerung ist schon mal wertvoll, finde ich. Ob man es dann wahrnimmt oder nicht, ist natürlich eine andere Sache. Aber dass man schon mal so ein bisschen weiß, aha, jetzt bin ich schon wieder so lange hier, ist schon mal eine gute Erinnerung, finde ich. Um da weniger Zeit zu verlieren, wie gesagt. Dann auch an Schlafenszeit zu erinnern, finde ich auch sehr gut. Hier habe ich dann einfach meine Schlafenszeit, die ich meistens habe, eingegeben und
Wenn ich halt zum Beispiel jetzt in meinem Fall hier 23.46 Uhr die YouTube-App noch offen habe, dann kriege ich halt auch eine Erinnerung, oder 23.45 Uhr sogar schon, kriege ich eine Erinnerung in der YouTube-App, dass jetzt die Schlafenszeit ist und dass ich jetzt mal YouTube verlassen sollte. Und das hat mir auf jeden Fall auch geholfen. Ich habe auch hier den Haken rausgenommen bei Erinnerung erst nach Ende des laufenden Videos. Das heißt, dass auch wenn ich mir gerade ein Video angucke, dass die Erinnerung trotzdem kommt. Dass es jetzt mal Zeit wäre, weil was bringt mir die Erinnerung, wenn das Video, was ich gerade gucke, 2 Stunden geht und sie dann erst danach kommt. Deswegen. Genau, das mit der Schlafenszeit. Und hier natürlich auch am Handy ganz unten auch wieder Autoplay ausschalten, sodass es nicht automatisch nach eurem Video, was ihr euch aktuell anguckt, dann das nächste Video schon wieder abgespielt wird und ihr in so einen unendlichen Loop landet. Dass ihr wieder selbst kontrollieren könnt, wie ihr es auch schon am PC hatten. Ja, wann ihr euch das nächste Video anguckt und welches ihr euch auch anguckt. Genau, ja, das waren so meine Einstellungen, um eben YouTube zu kontrollieren und eben ja meine Zeit einfach besser zu nutzen, ja, allgemein für besseres Zeitmanagement und um eben auch ja natürlich mehr zu erreichen im Business und auch im Leben und am Ende auch eher glücklicher zu sein, mehr Freude zu haben. Er hat mir auf jeden Fall ganz gut geholfen in letzter Zeit. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, wie oft ihr so YouTube nutzt und was sind da bei euch so die größten Zeitkiller? Habt ihr solche Einstellungen bei euch auch schon aktiviert? Wenn ja, welche? Habt ihr da vielleicht noch weitere Tipps? Würde mich natürlich sehr interessieren. Haut mir das gerne in die Kommentare rein. Fragen natürlich auch wie immer. Und alles weitere. Ja, ansonsten könnt ihr euch jetzt auch, ja, wie immer, gerne noch meine Playlist angucken. Da werde ich euch, denke ich mal, diesmal die Playlist zu YouTube verlinken. Findet ihr oben beim i und auch in der Videobeschreibung. Da gibt es eben mehr solche Videos hier zu YouTube und auch ja, Tipps und Tricks zum Affiliate-Marketing auf YouTube und allgemeine YouTube-Tipps auch als YouTuber quasi. Ja, ansonsten könnt ihr euch auch gern noch meine 3 Online-Kurs-Booster angucken. Für alle von euch, die schon öfter mal Online-Kurse gekauft haben, damit aber bisher kaum Erfolge erzielen konnten. Da zeige ich euch meine Top 3 Tipps, die mir geholfen haben, bessere Ergebnisse mit Online-Kursen zu erzielen. Verlinke ich euch auch beim i und in der Videobeschreibung. Da gibt es sogar gerade noch 11 Boni dazu. Also nicht nur die 3 Online-Kurs-Booster, sondern zusätzlich kriegt ihr noch 11 Affiliate-Boni dazu. Eben ja mit weiteren kleinen Minikursen und PDFs, wo ich eben meine besten Tipps und Tricks fürs Affiliate-Marketing zu verschiedenen Bereichen reingeschrieben habe. Ja, so viel dazu. Dann war es das schon für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen weitergeholfen wie immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, vielleicht schon wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Chris.